Mein Name ist Bettina Dauphin. Ich unterrichte an der Neuen Mittelschule in Graz-Algersdorf. Das Unterrichtsbeispiel, das ich kurz vorstellen möchte, heißt Schülerinnen machen Unterricht. Worum geht es dabei? Im Grunde sollen Kinder ein Thema selbst erarbeiten und dieses Thema dann mit Hilfe eines mobilen Endgerätes, das kann ein Handy sein, das kann ein Tablet sein, darstellen und selber kurze Lehrvideos machen. Es ist eine Alternative zum klassischen Referat. Ich habe es in einer zweiten Klasse eingesetzt. Das Fach war Biologie und das Thema waren Einzeller. Wir haben iPads bei uns in der Schule, die sich jede Klasse ausborgen kann. Im Grunde haben aber auch alle Kinder heutzutage ein Handy, das zum Filmen sehr gut geeignet ist. Ja, wie hat das ausgeschaut? Im Grunde haben die Kinder die Informationen in ihrem Lehrbuch gesucht, haben Texte zusammengeschrieben, haben selber sich überlegt, wie stelle ich das dar, zeichne ich, drucke ich mir etwas aus aus dem Internet, bastle ich etwas. Also es gab die unterschiedlichsten Herangehensweisen der Kinder auch an dieses Thema. Die Sprechertexte mussten dann natürlich in einem ersten Durchgang von den Lehrern ein bisschen kontrolliert werden. Was mir daran so gut gefallen hat, ist, dass man eigentlich nichts schneiden braucht. Die Kinder bereiten alles vor und dann wird gefilmt. Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, einmal das Thema darzustellen und dann suchen die in der Gruppe aus, wer es dann tatsächlich sozusagen aufnimmt, wer es probiert. Und dann wird einfach so lange gefilmt, bis die Kinder mit ihrer Version zufrieden sind. Es hat den Kindern bei uns großen Spaß gemacht. Ich finde, dass sich der Aufwand sehr in Grenzen hält. Ich bin davon überzeugt, dass die Kinder dieses Thema sich wirklich gemerkt haben. Wir stellen euch heute das Wechseltierchen vor. Hallo, wir stellen heute das Kartoffeltierchen vor. Oh, Tierchen, könntest du mir etwas über euch erzählen? Ja, ich bin das Augentierchen. Ihr könnt mich nur sehen, wenn ihr meine Video mit etwas tun seht. Wir präsentieren euch heute das Augentierchen. Das Augentierchen ist ein Einzeller. Das heißt, das Lebewesen besteht nur aus Einzellen. Hier seht ihr die Zellwand des Augentierchens. Ich nutze Ergebnisse von meinen Schülern dann auch gern wieder in anderen Klassen, um diesen zu zeigen. Schaut einmal, das haben andere auch schon geschafft und ihr schafft es sicher auch sehr gut.